Willkommen zum Mesh Tent 1, einem leichten, aus Mesh gefertigten Zelt für den minimalistischen Solowanderer. Das Mesh Tent 1 hat einen eingenähten, wasserdichten Boden. Sein feinmaschiges Gewebe bietet einen hervorragenden Schutz gegen Moskitos, Gnitzen und andere Insekten. Das Mesh Tent 1 wird mit montierten Abspannleinen und Leinenspannern an den Firstenden ausgeliefert. Zum Aufbau sind 4 bis 6 Heringe, die separat erhältlich sind, nötig. Zusätzlich werden entweder 2 Wanderstöcke oder Ähnliches benötigt. Aber auch Bäume, Pfosten oder alle vorstellbaren Alternativen erfüllen den Zweck. Aufbau des Mesh Tent 1. Wenn du Wanderstöcke verwendest, lege das Mesh Tent 1 in einem offenen Bereich aus. Fixiere die 4 Ecken mit Heringen. Versenke die Heringe im 45-Grad-Winkel im Boden, bis nur noch das Endstück herausschaut. Benutze, wenn nötig, einen Stein, um den Hering in den Boden zu drücken oder zu hämmern. Stelle den Wanderstock auf ca. 125 cm Länge und platziere ihn mit der Spitze nach oben etwa 1 Meter vor der Vorderseite des Zeltes. Befestige die vordere Abspannleine des Mesh-Tents an der Spitze des Wanderstocks mit einem Mastwurf oder ähnlichem Knoten, der leicht zu lösen ist, sich aber nicht selbstständig lockert. Fixiere nun das Leinenende mit einem Hering am Boden. Beachte bitte, dass wir empfehlen, trotz der Möglichkeit, die Stockspitze durch den Ring am Firstende zu stecken, den Wanderstock etwas vom Zelt entfernt zu platzieren. So erhältst du reichlich Platz, um in das Zelt hinein und wieder herauszukommen und hältst dir die Option, das Mesh-Tent mit einem Tarp 5 zu ergänzen, offen. Stelle den zweiten Wanderstock auf etwa 70 bis 80 cm, was bei den meisten Stöcken dem vollständig zusammengeschobenen Stock entspricht, und stelle diesen ca. 20 cm von der Rückwand des Mesh-Tent 1 entfernt auf. Fixiere die Abspannleine in der gleichen Weise wie an der Vorderseite. Korrigiere, wenn nötig, die Platzierung der Heringe und verwende die Leinenspanner zum Justieren der Zeltspannung. Wenn sich deine Wanderstöcke nicht bis auf 80 cm verkürzen lassen, solltest du auch mit längeren Stöcken das Zelt fixieren können. Alternativ können natürlich auch andere Konstruktionen verwendet werden, um das Mesh Tent 1 abzustützen. Paddel oder Äste funktionieren hierbei sehr gut. Wenn du die Firstleinen des Mesh Tent 1 an höher gelegenen Fixpunkten abspannen möchtest, sollten diese etwa 4 bis 5 Meter voneinander entfernt liegen. Lege das Mesh Tent 1 mittig zwischen den ausgewählten Fixpunkten aus, befestige die Zeltecken am Boden und fixiere die vordere und hintere Abspannleine an den Fixpunkten. Positioniere, wenn nötig, die Heringe neu und oder justiere die Leinenspanner nach, um die gewünschte Platzierung zu erhalten. Die Benutzung des Mesh Tent 1 in Kombination mit dem Tarp 5. Zuerst durch den Aufbau des Mesh Tent 1. Stelle das Mesh Tent 1 auf. Wenn du Wanderstöcke zum Aufbau verwendest, gehe genauso vor wie bei der alleinigen Verwendung des Mesh Tent 1. Stecke den Ring der vorderen Abspannleine des Tarp 5 über die Spitze deines Wanderstocks an der Zeltvorderseite. Wiederhole diesen Vorgang am hinteren Ring. Beachte dabei, dass der vordere und hintere Ring am Tarp 5 rot markiert sind. Passe die Position der Wanderstöcke an, um die Neigung des Tarp 5 zu optimieren, und befestige anschließend die vorderen und hinteren Abspannleinen des Tarp 5. Zur einfachen Einstellung der Abspannleinen auf der Vorder- und Rückseite des Tarp 5 positioniere den Leinenspanner hinter der Spitze des Wanderstocks und spanne anschließend die Leine. Befestige nun die übrigen Abspannleinen und passe den Abspannwinkel deinen persönlichen Vorlieben und den Wetterbedingungen an. Zuerst durch den Aufbau des Tarp 5. Baue das Tarp 5 entweder mit den Wanderstöcken oder durch eine Abspannkonstruktion auf. Stelle es dabei so auf, dass das vordere Ende etwa eine Höhe von 140 cm, das hintere Ende etwa eine Höhe von 70 cm über dem Boden hat. Positioniere das Mesh-Tent so, dass seine vorderen Ecken mit den vorderen Ecken des Tarps übereinstimmen und die Rückseite des Mesh-Tents ca. 20 cm von der hinteren Kante des Tarp 5 entfernt ist. Befestige die hintere Abspannleine des Mesh-Tents an der Spitze des rückwärtigen Wanderstocks
oder am hinteren Ring des Tab 5. Bei windigem Wetter empfiehlt es sich, die Ecken des Mesh Stand 1 lose zu fixieren. Knote die vordere Abspannleine des Mesh Stand 1 locker an die Spitze des vorderen Wanderstocks oder an den vorderen Ring des Tab 5. Wenn du es bisher noch nicht getan hast, befestige nun die Ecken des Mesh Stand. Justiere die Spannung des Mesh Stand mit den vorderen und hinteren Leinenspannern. Passe bei Bedarf die Höhe des Tab 5 und die Position seiner Verankerung an. Vorbereitung des Tab 5 auf schlechtes Wetter bei der Verwendung des Mesh Stand 1. Wenn du das Mesh Stand 1 und das Tab 5 bei schlechtem Wetter verwendest, sind ein paar Dinge beim Aufbau zu verändern, je nachdem, woher das Wetter kommt, wie schlecht es ist und welche persönlichen Vorlieben du hast. Für mehr allgemeinen Wetterschutz kannst du die Seiten des Tab 5 absenken, bis sie etwa 15 bis 20 cm über dem Boden sind, indem du die Länge der Abspannleinen und oder der Verankerung anpasst. Das Mesh Stand bleibt dabei abgespannt, auch wenn du eventuell die vorderen und hinteren Abspannleinen des Mesh Stand nachjustieren musst. Wenn du bei sehr schlechtem Wetter maximalen Schutz erreichen möchtest, kannst du die Ringe an den Befestigungspunkten der Abspannleine direkt am Boden fixieren. Dies hält Regen von der Seite effektiv ab. Diese Art des Aufbaus nimmt jedoch die Spannung vom First des Mesh Stand 1, sodass dies nur noch als loses Moskitonetz funktioniert. Bedenke dabei, dass diese Art des Aufbaus zu niedrig zum Sitzen ist und dass das Mesh Stand auf dir und deinem Schlafsack aufliegen wird. Wir wünschen dir wundervolle Touren. Genieße die Wildnis, aber hinterlasse sie so unverändert wie nur möglich. Lasse alles so, wie du es auf deiner nächsten Tour wieder vorfinden möchtest. Besuche heleberg.com, um unsere gesamte Produktpalette anzuschauen und weitere Videos mit praktischen Tipps anzusehen. Hier findest du auch mehr über uns und unsere Geschichte, unsere Philosophie und wie wir unsere Zelte bauen.